keinen Text mitgebracht, aber der Fabian, den darf ich lesen. Und das, worum es im Text geht, steht eigentlich vor der Tür, auch wenn es sich nicht so anfühlt. Wir haben Herbst draußen, aber nächsten Monat ist ja schon Heiligabend. Heiligabend. In ihrem Zimmer sitzt die alte Frau und weint. Sie blinzelt, sieht, wie der Mond durchs Fenster scheint. Und sie weint um ihren Mann, den sie jetzt schon 8,5 Jahre vermisst. Ihre Tochter, die bei einem Unfall umgekommen ist. Und um sich selber weint sie auch. Schlingt die Hände vor den Bauch und ringt nach Atem schwer, denn sie hat keinen mehr. Und auch wenn der Tod schon lauert, so hat sie doch alle überdauert. Sie ist noch hier, die Kerze brennt. Auch wenn sie schon lange keiner mehr kennt. Und sie denkt an die Zeiten, in der sie das noch nicht betraf und legt sich ins Bett und weint sich in den Schlaf. Heiligabend. In seinem Zimmer im Heim sitzt der Junge 14 und weint. Er blinzelt, sieht, wie der Mond durchs Fenster scheint und weint um seine Mutter, der egal ist, was mit ihm passiert. Und um seinen Vater, der sich nicht für ihn interessiert und er denkt an die anderen Kinder, die jetzt Geschenke kriegen. Sie vor Freuden strahlend in den Händen liegen und er weint und weint, denn er ist allein. Und wenn er sich tötet, vermisst ihn ja doch kein Schwein und er nimmt das Messer, krempelt seinen Pulloverärmel um, hat letztendlich aber doch nicht den Mumm, seine Ehre und seinen Stolz zu schänden und sein Leben zu beenden. Und er denkt an die anderen Kinder, die so viel dürfen, was er niemals darf, und legt sich ins Bett und weint sich in den Schlaf. Heiligabend. Der Obdachlose sitzt draußen im Schnee und weint. Er blinzelt, sieht, wie der Mond durch die Wolken scheint und weint, weil er nie so werden wollte, damals, als er noch unbekümmert durchs Leben tollte, bis dann die Drogen kamen und mit ihnen die Sucht und der Gedanke ans Aufhören trifft ihn noch immer mit Wucht. Tränen kullern über sein Gesicht. Doch die vereinzelten Leute, die vorbeigehen, beachten ihn nicht. Das Leben hat schon lange keine Freude mehr gemacht. Tag für Tag wird er ausgelacht. Und die Drogen stillen nur die Sucht. Spaß ist keiner dabei. Die Drogen legen ihn in Fesseln. Er ist nicht frei und alles ist still. Nur der Wind pfeift scharf und er legt sich unter die Brücke und weint sich in den Schlaf. Heiligabend. Wir sitzen mit der Familie am gedeckten Tisch, alle sind da und freuen sich und dann gibt es 2 Stunden ein großes Gelage. Es kommt so allerlei zutage. Der Abend ist klasse, richtig gelungen. Vereinzelt werden Lieder gesungen, die Geschenke sind toll, ein jeder ist froh. Alle sagen, das machen wir nächstes Jahr wieder so. Es werden Gedichte aufgesagt, ein kleines Tänzchen wird gewagt. Um 12 ist für die Kinder Schluss und es gibt noch den Gute Nacht und Schlaf schönen Kuss. Irgendwann auf 4 geht's zu. Geben sich auch die Eltern zur Ruhe. Und irgendwo da draußen liegen die alte Frau, der Junge und der Obdachlose und denken an uns und unser Glück. Bei uns denkt niemand zurück. Denn wir merken gar nicht, wie gut wir es haben. Wir sitzen inmitten von Weihnachtsgaben und denken oft nicht an die, die traurig sind. Sei es jetzt der Obdachlose, alte Frau oder Kind. Wir vergessen zu oft, dass wir alles haben, dass es uns an nichts bedarf und andere ballen sich stattdessen in den Schlaf.